Ist es möglich, ein glückliches Leben zu führen, trotz Schicksalsschlägen und Verlusten? Im Mai 2021 erhielt ich die Diagnose Krebs beim Enddarm, nicht operabel. In den folgenden 2 Jahren durchlief ich die unterschiedlichsten Therapiemethoden aus der Komplementär- und der Schulmedizin. Trotzdem wurde ich über die Monate immer schwächer, wog bald nur noch 56 Kilo und war auf Morphium und die Hilfe meiner Partnerin angewiesen. Schließlich holte mich meine Ursprungsfamilie von Österreich zurück in die Schweiz. Dort lag ich noch einige Wochen im Krankenhaus, bis mich die Ärzte aufgaben. Ich war bereit zu sterben. Plötzlich fand meine Ex-Partnerin einen Chirurgen, der sich die Entfernung des Tumors zutraute. In einer großen Operation wurde mein Unterbauch ausgeräumt und künstliche Ausgänge durch die Bauchdecke gelegt. Nach 5 weiteren Monaten in Kliniken und einem halben Jahr mobiler Krankenpflege fand ich in einen selbstständigen Alltag zurück. Stefan Keller schaffte den Turnaround. Wie? Davon erzählt er am Freitag, den 31. Mai, im Joe Tee Café in Berchtoldsdorf in einem Impulsvortrag mit anschließender Diskussion. Der Eintritt ist frei. Aufgrund des begrenzten Platzangebotes sind Anmeldungen erbeten.